Haben Sie eigentlich keine Angst, Sie kommen da in die Hofburg und stellen dem Bundespräsidenten einen Baum auf? Nein, das ist ja gewollt. Ein großer Baum, ganz ohne Wurzeln, ein Sinnbild für die Grünen? Naja, eher umgekehrt. Die Wurzeln sind da, der Baum ist weg. Haben Sie, ist es für den Baum eine Ehre, wann er hier steht, oder ist ihm das egal, wo genau er vertrocknet? Dem Baum ist das völlig wurscht. Nein, ich glaube schon, dass dem Baum eine Ehre ist. Ne? Das ist na, bin überzeugt davon. Ne? Das ist ja trotzdem eine ungefähr 30 Meter hohe Tanne. Ne? Und die ist ja da schon, ich kann die Jahre nicht sagen, aber sicher weit über 100 Jahre alt. Und dass dann sein Wipfel in dieser Hofburg steht, ist sicher für den Baum eine Ehre. Ich habe mir selber geglaubt, dass wenn man einem Botschafter was erzählt, dass er das niemandem weiter erzählt. Glauben Sie auch an das Christkind? Nein, über das Alter bin ich leider hinaus. Ich würde ja für Willkommen Österreich wahnsinnig gerne über die Angelobung der Bundesregierung berichten. Allerdings gehen wir jetzt in die Weihnachtspause, kommen erst am 16. Jänner wieder zurück. Und so wie es ausschaut, passiert die Angelobung dazwischen. Könnten Sie nicht irgendwas machen, dass wir das ein bisschen hinauszögern? Also, eine gute Idee. Aber ich bin auch froh, wenn es einmal vorbei ist. Also, ich fürchte, wir werden uns für den 16. Jänner dann was anderes einfallen lassen müssen. Die Republik geht in dem Fall über in unsere Sendung. Absolut, so ist es. Sorry. Heute blickt die ganze Welt gespannt nach Kitzbühel, die ganze Welt zwischen Neusiedler und Bodensee. Jawohl! Ja, das ist Kitz, Kitz, Kitzbühel in Tirol. An diesem schönen Ort, da zieht's uns immer vor. Herr Scholz-Nadel, sagen Sie, was ist denn bei euch mit den Weibern los, dass die alle diese uralten Schichten aufwärmen? Weiber sagt man schon nicht. Das ist despektierlich. Gut, aber wir sind beim Skiverband, ich meine, na, wir machen sagt das, sie, nicht. Das sagen wir doch alle, wir da im Land, da gibt es die Weiber und die Madeln. Okay. Okay. Was ist denn bei euch mit den Madeln los, dass die uralten Schichten aufwärmen? Ich weiß nicht, ich habe keiner geredet. Man kennt sie nicht mehr aus irgendwie, ne? Nein, ich auch nicht. Nein. Verrückt, ne? Nein, kann mich auch nicht aus. Ja. Beim ÖSV gibt es ja die Missbrauchsvorwürfe. Was soll man da einen Entschädigungsfonds vielleicht einrichten und nach einem erfolgreichen Sportler benennen, dass der mehr Aufmerksamkeit hat? Ich würde sagen. Vielleicht der Toni Seiler-Fonds? Das kann ich nicht beurteilen. Aber muss unbedingt irgendwas passieren. Diesbezüglich. Das ist klar. Stichwort Millionen-Show, hätte mich immer schon interessiert, wie viele Leute sind in Ihrer Show eigentlich schon Millionär geworden, jetzt einmal abgesehen von Ihnen. Gut, wie viel außer mir, warte mal, jetzt 6 oder 7. Herr Schwarzenegger, haben Sie es gehört, der neue Lieblingsfilm des Bundeskanzlers, unseres neuen Bundeskanzlers Sebastian Kurz ist Rocky, sind Sie da sehr stolz? Ich bin auf den Bundeskanzler sehr stolz. Er ist hervorragend und ich wünsche ihm alles Gute zum neuen Jahr. Dass er sich gerade Rocky so, ihm so gut gefällt, ist schon toll, oder? Macht Sie das stolz? Ich bin sehr stolz auf den Bundeskanzler, sehr stolz auf ihn. So was von Flinkers! Herr Kollege, Sie sind aus dem Flinkers! Nein! Rechts! Es gibt nur einen! Hannes! Rechnet! Yeah! Was gefällt Ihnen denn besser an Kitzbühel? Die Stadtpfarrkirche, die spätgotische, oder die Liebfrauenkirche mit dem mächtigen Glockenturm? Jetzt bin ich überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war noch in keiner Kirche in Kitzbühel, zu meiner Schande. Thomas, wir müssen mal in die Kirchen gehen. Gehen wir, ja. Kitzbühel. Es ist heute zum allerersten Mal in der Geschichte der Wiener SPÖ, dass es bei einer Vorsitzendenwahl 2 Kandidaten gibt. Was soll das werden? Demokratie? Ich habe es nicht richtig empfunden. Jetzt stehen 2 auf einem Pranger, faktisch. Es tut mir wirklich leid. Im Moment wird es noch eine Demokratie werden, die Wiener SPÖ, ne? Ja, Demokratie. Was soll man da sagen? Wieso gibt es heute nicht 2 Kandidaten, wenn die immer einer Meinung sind? Damit man optisch 2 verschiedene Leute hat und da sucht man den aus,
den man persönlich als hübscher empfindet. Sie sagen, das ist ein Beauty-Contest. Natürlich, in gewisser Weise schon, ja, ja. Ja, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, haben ja beide Kandidaten das Charisma einer Schinkensemmel, ne? Und ich glaube, viele Genossinnen und Genossen mögen eine Schinkensemmel. Also insofern ist es ja nicht so schlecht, oder? Hallöchen. Was glauben Sie, ist der Unterschied zwischen einem Graffiti-Künstler und einem SPÖ-Funktionär? Verzeihen Sie mir, aber diese Fragen stellen Sie bitte beim anderen. Wollen Sie nicht die Auflösung hören? Der Graffiti-Künstler sprüht vor Begeisterung. Ja, wenn man da in den Saal schaut, die Leute sind auch begeistert, also ich sehe keinen Unterschied. Wie sieht es eigentlich aus bei Ihnen mit der Trinkfestigkeit? Ich glaube, da kann ich nicht mithalten. Ein Wiener Bürgermeister, der nicht trinkt, ist ja eigentlich unvorstellbar. Das ist korrekt. Der ist unmittelig und das wollen wir ja doch nicht sein, ne? Der neue Vorsitzende der SPÖ Wien wird von den Delegierten etwas ratlos beklatscht. Es ist der Michael-Schwindelegger-Effekt. Ein positives hat dieser anstrengende Tag. Wenigstens diese Wahl hat ein SPÖler gewonnen. Jetzt ist es ja so, dass Sie den Charme eines Fiaker-Fahrers haben, den typischen Charme eines Wiener Fiakers. Der Neue wird in jedem Fall den Charme eines Car-to-Go-Fahrers haben. Ne? Glauben Sie, wird es dann reichen, um sich als Bürgermeister an der Macht zu halten? Eins habe ich ja schon, als sich Erwin Bröll zurückgezogen hat, gesagt, wenn ich jetzt auch noch gehe, mir ändert den Stern aus in der Politik. Das ist wahrscheinlich auch so, das macht aber auch nichts. Jede Zeit hat ihre Leid. Oder wie ein steirischer Freund einmal gesagt hat, neue Gesichter, neue Leid für die gute alte Zeit. Ich melde mich hier aus Kärnten, dem Griechenland von Österreich. Wunderschöne Landschaft, aber leider ziemlich pleite. Heute Landtagswahl, ein großes Ereignis in einer kleinen Welt. Wer braucht Kärnten? Wer braucht Kärnten? Entschuldigung, was braucht Kärnten? So, was braucht Kärnten? Was braucht Kärnten? Loyalität? Was sagt Ihnen die Zahl 7.434? Nichts eigentlich. Das ist die Pro-Kopf-Verschuldung von Kärnten in Euro. Das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Gott sei Dank habe ich keine. Das ist meine kleine Welt. Sie ist frei und ohne Sorgen. Ah, SPÖ waren Sie, ne? SPÖ. Das bin ich. Ich bin der von der SPÖ. Ja. Was machen Sie im Parlament im Augenblick? Wichtige Gesetzesvorlagen vorbereiten, die von einer Bundesregierung, die sich durch außergewöhnliche Ignoranz auszeichnet, regelmäßig in die Tonne getreten werden. Aber die werden es auch noch lernen. So, Sie sind ja nicht mehr Regierung. Was sind Sie jetzt? Oppositionsführer. Ja, Opposition heißt das, was Sie machen, genau. Ja. Genau. Aber man merkt irgendwie so wenig. Haben Sie das gewusst, Oppositionsführer? Ja, wenn Sie mich weiter für den Bundeskanzler halten, ist mir auch recht. Ja. Ich meine, das ist eher Ihr Problem als meins. Jetzt haben Sie gesagt, wenn Sie nicht mehr in den Landtag reinziehen können, dann gehen Sie zurück ins Kabarett. Was ist da Ihr liebster Witz? Könnten Sie uns einen erzählen? Naja, die Geschichte mit dem lieben Gott, wie der Rabbi ihm sagt, du, lieber Gott, mein Sohn ist zum anderen Glauben konvertiert. Der liebe Gott sagt, was soll ich sagen? Achso, nein, den kenne ich ja, der ist nicht, finde ich ganz so lustig. Also, ja, ich schon. Sind Sie ein bisschen traurig, dass Sie das Projekt der 2000er Jahre für BZÖ und FPK nicht haben vollenden können? Also das Land komplett gegen die Wand zu fahren? Sie wissen auch, auch wenn das jetzt eine Klamauk-Sendung ist, ja, dass diese... Was ist eine Klamauk? Ist eine Rechercheplattform. Diese Frage jeglicher entsprechender Fakten entbehrt. Da sind Sie mir jetzt aber ein bisschen rot dabei geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird ein bisschen abstrahlen vom roten Mikrofon des ORF. So, glauben Sie. Oder auch des roten Mitarbeiters. Ich bin zu allen Parteien gleich schlecht. Also, okay, dann ist gut. Herr Kurz, das freut mich extrem. Da muss man nach Klagenfurt kommen, damit wir uns einmal treffen. Das ist ja wirklich sonst, wunderschön. Sonst zwinkere ich immer nur zu. Darf ich Ihnen zum Bundeskanzler gratulieren? Danke, danke. Achtung, ja. Sie haben da... Weil Sie sind mir ja bis jetzt immer davon gelaufen, muss man ehrlich sagen, oder? Nie absichtlich. Nie absichtlich, das darauf habe ich gebaut. Ne? Weil durch mich wissen Sie aber jetzt ein bisschen, wie es sich anfühlt, ein Flüchtling zu sein. Ich bin Ihnen nie absichtlich davon gelaufen. Ich glaube, Sie haben immer nur den Eindruck gehabt. Aber jetzt muss ich wirklich. Ein bisschen was wissen Sie. Nicht davon, sondern ja. Nur weiter. Aber ich wollte noch weiter mit Ihnen reden. Herr Kurz, ich verabschiede mich hier von der Landtagswahl und aus Minimundus. Ich muss sagen, ich habe mir beides größer vorgestellt.